aus Bitterlast aus Greifswald. Ja, ich bin hin und wieder Gast hier auf der Kundgebung und ich glaube, wir befinden uns jetzt als Bewegung hier in Greifswald und auch die Bundesrepublik in einem schwierigen Übergangszustand. Warum sage ich das? Ich verfolge den Konflikt zwischen Russland und dem kollektiven Westen seit vielen Jahren. Und ich lese auch diese Artikel, die du heute erwähnt hast. Und ich fange mal mit den USA an. Also in den USA gibt es sehr unterschiedliche Kreise. Es gibt starke Kreise, die sogenannten Neokonservativen, die setzen nach wie vor voll auf Eskalation und tun zumindest so, als wenn sie überhaupt nicht über die Risiken nachdenken. Interessanter finde ich das, was ich in den letzten Wochen aus Russland lese. Ich habe den Eindruck, und hört jetzt bitte genau zu, dass größere Kreise der russischen Eliten begriffen haben, dass dieser Krieg zwischen Russland und dem kollektiven Westen auf Leben und Tod geht. Ich könnte jetzt also bestimmte Autoren nennen, die das so sehen. Und wer noch ein bisschen im Internet liest, auch dieses Vertrauen von russischen Politikern gegenüber westlichen Politikern, Angela Merkel, der eine oder andere hat dies und jenes gelesen, das ist jetzt futsch. Russland, was ich so mitbekomme, man kriegt ja vieles nicht mit, Russland bereitet sich auf einen großen Krieg mit der NATO vor. Davon gehe ich aus, da bin ich mir ziemlich sicher. Es muss nicht so kommen, aber es kann so kommen. Und insofern müssten wir nachher nochmal drüber nachdenken, wie wir in den nächsten Wochen weiterkommen. Ich mache das in ein paar Details fest. Ich weiß, dass die russische Rüstungsindustrie auf Deibelkomm raus hochgefahren wird. Mir fällt seit Wochen auf, dass Russland keine Überschallraketen mehr einsetzt. Russland hat vielleicht einen Vorsprung gegenüber dem Westen von 2 bis 3 Jahren, diese Überschallraketen. Wer das noch nicht weiß, sollte sich dringend damit beschäftigen. Die haben einen unwahrscheinlich großen Trumpf für wenige Jahre in der Hand. Diese Überschallraketen sind momentan praktisch nicht abwehrbar. Und die Russen werden, wenn es auf hart kommt, werden sie diese Überschallraketen einsetzen. Und ab einem bestimmten Punkt, da bin ich mir ziemlich sicher, werden sie auch Atomsprengköpfe einsetzen. Wenn es um Leben oder Tod geht, werden sie das tun. Und jetzt nochmal zurück zu Greifswald. Ich glaube, oder wir müssten irgendwie versuchen, erstmal das Thema Frieden mit großem Abstand an die erste Stelle stellen und dann eben wirklich überlegen, wie wir verschiedene politische Kräfte hier zu diesen Friedenskundgebungen einladen können. Eine Ausnahme natürlich, die grüne Kriegspartei natürlich nicht. Aber ansonsten, ob jetzt einer mehr politisch rechts tickt, wie ich zum Beispiel, oder mehr politisch links tickt, wie viele andere, das ist erstmal völlig wurscht. Es geht darum, dass die Eskalation gestoppt werden muss. Danke. Danke für diese wichtigen Worte. Lassen wir sie noch ein wenig sacken.